Vielleicht würde dann das auch die Politikerverdrossenheit an der einen oder anderen Stelle bei der Generation, die sich wundert, warum die alle gleich aussehen, ein bisschen wieder reduzieren. Deswegen, Leute, ihr habt es in der Hand. Und wenn du dieses Programm liest, das kann keiner ernsthaft wollen. Also die tun so, als wären sie der Anwalt der quasi unterdrückten und rechtlosen Armen. Wenn du dir ihr Steuerkonzept oder irgendwelche solche Geschichten anguckst, weißt du genau, das ist einfach letztendlich Reichenförderung. Das liegt nicht nur daran, dass sie es nicht können. Ich freue mich schon auf die Kommentare zu diesem Video, by the way. Ja, mal gucken, ob es die AfD-Anhänger so weit aushalten. Dann, die sind ja häufig schnell, wenn man am Anfang nicht irgendwas sehr laut Schreiendes hat, sind ja sehr viele schnell weg. Aber mal gucken, ja, ich bin auch gespannt auf die Kommentare. Also, liebe Zuschauer, kommentiert, ja, hier unten könnt ihr eure Kommentare ablassen. Und dann schauen wir mal, was da an Meinungen da reinkommt. Die SPD hat aus meiner Sicht immer die Aufgabe, sag mal, 5 bis 10 Jahre in die Zukunft zu denken und zu sagen, was können wir jetzt irgendwie alles besser machen? Und die CDU schaut auf das, was im Prinzip die letzten 5 bis 10 Jahre gemacht wurden und sagen, okay, das war doch ganz gut, das lassen wir doch mal so ein bisschen so. Konkrete politische Beispiele. Die SPD hat ein Rentenkonzept, die CDU-CSU hat keines. Was ist für dich soziale Gerechtigkeit? Welche Äußerungen jetzt man hat, so als Mensch. Linksgrün versifft. Hallo und willkommen zur 17. Folge unserer Wen-Wählen-Gespräche mit Politikern, Wählern, interessierten Bürgern, Bundestagskandidaten und heute mit Doris Aschenbrenner, SPD-Kandidatin aus dem Wahlkreis Coburg. Hallo Doris. Hallo. Wir sind jetzt heute irgendwie leider nicht live, weil es irgendwie Netzwerkprobleme mal wieder gibt. Wir zeichnen uns jetzt auf. Live dieses sozusagen. Internet ist nichts dieses Gescheites. Internet. Genau. Und ja, das klappt halt mal so und mal so und dann müssen wir es halt anders machen. Ja, danke an alle, die im Stream verzweifelt sind, genauso wie wir seit einer Stunde. Ja, das gut, das kriegen die Zuschauer jetzt ja nicht mit. Aber Doris, ich fange mal einfach mit den Fragen mal an. Die erste Frage, wann übernehmen Roboter die Weltherrschaft? Kommt drauf an, in welchem Sci-Fi-Universum du gerade unterwegs bist. Es gibt da so unterschiedliche Auslegungen. Ich bin ja gerade irgendwie wieder bei Terry Pratchett und den Pospies. In der realen Welt würde ich mal sagen, dauert das noch, beziehungsweise aus meiner Sicht kommt das nicht unbedingt. Wir haben keine wirkliche Intelligenz also keine wirkliche künstliche Intelligenz, sodass die Roboter die Menschen nicht vollständig ersetzen können. Das heißt, es gibt immer noch Beschäftigungsfelder, die der Mensch einfach besser kann. Das ist meine Meinung. Ich arbeite viel mit Robotern und kann deswegen ein bisschen was dazu sagen. Deswegen viele Menschen, die da momentan sagen, ja, wir werden alle durch Roboter und Computer ersetzt, machen momentan Panik, weil sie es auch nicht wirklich verstanden haben. Damit hast du schon wunderbar dazu übergeleitet, warum ich diese komische Frage überhaupt gestellt habe. Du arbeitest mit Robotern, bist Wissenschaftlerin und das ist dein Spezialgebiet. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, du hast deine Doktorarbeit dazu geschrieben. Genau, also ich arbeite in einem außeruniversitären Forschungsinstitut viel auch mit Firmen, also eigentlich immer nur mit Firmen, mit Anwendungspartnern zusammen in dem Kontext Industrie 4.0. Schwerpunkt Fernwartung von Industrierobotern, Mensch-Roboter-Interaktionen. Letztendlich geht es um diese ganze Fragestellung, was kann eigentlich die Informations- und Kommunikationstechnologien der klassischen Automatisierungsbranche Gutes tun und wie geht es den Menschen, die da unterwegs auch noch ganz wichtig in diesem Mensch-Technik-System sind. Genau, und aber du bist auch Politikerin und trittst jetzt zur Bundestagswahl an für die SPD im Wahlkreis Coburg, hatte ich vorhin schon gesagt. Ich denke, das ist auch das, wo wir über im Wesentlichen sprechen. Roboter ist natürlich auch interessant, aber vielleicht für die Zuschauer gucken, glaube ich, wegen der Politik zu, hoffentlich, vielleicht. Ja, also wir machen dann einfach mal noch so ein Follow-up oder so, hätte ich gesagt. Aber klar, ich mache seit über 10 Jahren Politik, bin die netzpolitische Sprecherin der Bayern-SPD. Und du musst ein bisschen darüber rutschen. Oh, also, oh. Das liegt an mir, weil, nein, das liegt nur an mir. Du guckst, sorry, jetzt bringe ich dich ganz durcheinander, weil ich halb uns mache und dann
warst du aus dem Bild. Aber okay, alles gut, jetzt habe ich dich aus durcheinander gebracht. Also, wie gesagt, du machst das, du sagst mir einfach, was ich tun soll. Naja. Genau. Und ich mache seit über 10 Jahren Politik in verschiedenen Funktionen. Und das hauptsächlich, was mich eben interessiert, ist, das Know-how aus als Informatikerin in die Politik mit einzubringen. Wir haben da ganz viele Juristen, VWLer und so weiter und so fort. So, aber relativ wenige Informatiker. Und da möchte ich, das ist immer noch meine Hoffnung, und mein fester Glaube, dass es wichtig ist, dass die Techies da auch irgendwie mitreden. Mehr Techies in die Politik, ja. Da gab es ja mal eine Partei, die hat das so ein bisschen versucht, die Piratpartei. Also ich muss euch sagen, mir ging es mit meinen Themen in der SPD auch besser, als die Piratenpartei noch bessere Ergebnisse hatte. dementsprechend. Nein, also tatsächlich ist es so, wenn man jetzt auch momentan so ein bisschen das Schulz-Wahlprogramm liest, Digitalisierung als Thema hat in der Politik Einzug gehalten. Aber es ist noch das Bohren dicker Bretter, sagen wir mal, die Wichtigkeit und sagen wir mal, den Stellenwert da irgendwie voranzutreiben. Auch wenn wir jetzt nicht live sind, gucke ich gerade mal, was da kam nämlich doch noch eine Frage aus dem Chat, yay! Auch wenn die uns nicht hören und sehen können. SpaceX hat wieder eine Frage gestellt. was ist denn deine Stellung zur fortschreitenden Technologie und deren Einsatz durch Roboter in der Industrie? Okay, also das... Weil das ist ja dein Spezialgebiet, das wusste er jetzt nicht. Ich habe nur das Stichwort Roboter in den Raum geworfen und... Und dann ist der Stream abgekackt. Nee, also alles gut. Ich finde es super, weil das ist so eine Frage, über die kann ich stundenlang reden. Das Ding ist, wir haben natürlich schon seit... Also das ist ja diese Theorie mit dem Industrie 4.0, dass wir quasi in einer neuen industriellen Revolution sind. Ob du da jetzt wirklich auf 4 kommst, wenn du das von der Dampfmaschine anzählst, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Nichtsdestotrotz passiert da momentan unglaublich viel dadurch, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien so schnell sich entwickelt haben durch das Internet und Riesenbranche und hast du nicht gesehen. Und da gibt es jetzt einige Dinge, die irgendwie auch in anderen Bereichen irgendwie schön wäre zu haben. Oder dadurch, dass es diese Dinge gibt wie das Internet, sieht man auch auf andere Bereiche komplett anders. Stichwort Landwirtschaft mit Robotern und so. Also da gibt es tatsächlich schon auch interessante Felder. Die Robotik ist aus meiner Sicht mittlerweile in dem Industrieroboterbereich sowieso völlig ausgereift und wird bereits eingesetzt. Also da ändert sich erstmal noch gar nicht viel. Was sich ändert, ist in der industriellen Automatisierung, dass Menschen anders mit den Robotern zusammenarbeiten. Also wenn du momentan irgendwie eine Produktion aufsetzt und da irgendwelche Teile produzierst, dann dauert das relativ lange, bis dieser Roboter das tut, was du willst. In der Genauigkeit und Qualität, in der du das möchtest. Und das ist ein relativ teurer Prozess. Und wenn du aber jetzt relativ schnell dich mal anpassen willst an individualisierte Produkte oder so, möchtest du das schnell ändern können. Und da brauchst du dann plötzlich neue Konzepte, bessere Bedienbarkeit, einfachere Zugriffe und so weiter und so fort. Und vor allem auch, und das ist jetzt der Bereich, in dem ich vor allem was gemacht habe, zusätzlich zu den anderen Geschichten eine höhere Reliability, Zuverlässigkeit von den Systemen, also indem du wirklich sagst, durch Wartung und vorausschauende Instandhaltung versuchst du das irgendwie so mal besser irgendwie hinzukriegen. Gut, was ist meine Position? Die politische Frage, die sich daran vielleicht anschließt, ist dann, wie das mit den Arbeitsplätzen aussieht. Genau, also, ja. Also das ist ganz spannend, weil ich muss euch sagen, das ist auch eine Sache, die mich mega auch immer beschäftigt, wenn ich irgendwie an dem Kran sitze und irgendwie Zeug baue. Sehr schwierig. Also erstens, da wird momentan ultra viel Panikmache gemacht, weil es Studien gibt aus den USA, die eine relativ einfache, also ich bin ja keine Sozialwissenschaftlerin, aber die eine einfache Heuristik machen und die im Prinzip angucken, ändert sich durch Digitalisierung in diesem Beruf was? Wenn ja, dann postulieren wir mal, dass dieser Beruf wegfällt. Und die sind dann irgendwie so bei 50% der Berufe fallen weg und so. Und das ist ein bisschen das, was sich so in den Köpfen festgesetzt hat. Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, wenn man das auf Deutschland bezieht, wenn man sagt, okay, die Arbeitsplätze, die sich verändern, stark verändern, fallen ja nicht automatisch weg, dann gibt es Forschung, dann gibt es neue Zahlen eben vom Institut für Arbeitsmarkt- und Betriebsforschung. Die sagen, 490.000 Stellen fallen weg. Wow. Aber 430.000 werden neu entstehen. Das heißt, Differenz bis in der aktuellen Betrachtungsperiode, die Sie sich ja in dieser Studie anschauen, 60.000 Stellen Differenz, die tatsächlich wegfallen im Bereich der industriellen Automatisierung. Das ist eine Nummer,
aber das ist weit weg davon, mit irgendwie jeder zweite Arbeitsplatz fällt weg. Dementsprechend, durch so eine industrielle Revolution können auch neue Beschäftigungsfelder entstehen. Du hast irgendwie auch potenziell Produktivitätszuwachs etc. Das heißt, da sind ganz viele Faktoren drin, sodass man jetzt nicht sagen kann, wir sind alle überflüssig, weil es jetzt irgendwie die Roboter gibt. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Verdrängungseffekte auf unterschiedlichen Qualifikationsstufen erfolgen. Das heißt, du hast tatsächlich auch menschliche Tätigkeiten, die du auch in nächster Zeit nicht wegrationalisiert bekommst oder die vor allem jetzt auch interessant werden. Also ich mache auch Augmented Reality Einsatz im Kontext industrieller Wartung und da durch diese angeleitet, also so lustige Brille aufhaben und irgendwie in den Schallschrank gucken. Und tatsächlich sagt das IAB, sie sehen darin Potenzial für den Bereich der ungelernten Fachkräfte, auch tatsächlich neue Beschäftigungsperspektiven zu erschließen. Das ist immer die sozialwissenschaftliche Geschichte, die ich mal nachgelesen habe und euch so ein bisschen vortrage. Aber so ganz so einfach ist es halt eben nicht. Man muss halt gucken, dass man Digitalisierung gestaltet. Und das ist das Ding mit der Politik. Wir können das einfach laufen lassen, dann wird der Kapitalismus gewinnen. Wir können da was machen, aber vorausgesetzt ist, dass wir verstehen, was da passiert. Okay, ich glaube, das war sehr verständlich für die meisten Leute. Und ich habe, während du geredet hast, noch mal die Videoeinstellungen von dem Livestream geändert und geschrieben. Das kommt dann später als Aufzeichnung. Also das, was die Zuschauer jetzt sehen, ist dann die Aufzeichnung. Geht jetzt. Ach so, ja. Nein. Also wir zeichnen das ganz normal auf und dann okay, also das heißt, du siehst jetzt da ein bisschen arg Panikmache beim Jobverlust, aber man muss einfach ein bisschen aufpassen und das begleiten und darf das nicht irgendwie laufen lassen. Also das Ding ist halt, du kannst das jetzt ausnutzen. Es ändert sich halt viel. Die Arbeitgeberseite sagt, wir brauchen mehr Flexibilisierung und jeder muss quasi on demand da irgendwie zur Verfügung stehen. Also wenn man sich auch die Forderungskataloge der Arbeitgeberverbände anguckt, haben die natürlich jetzt durch die Digitalisierung auch ultra den Aufwind. Du hast halt immer die Auseinandersetzung von Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite. Und ich persönlich sehe das so, die erste industrielle Revolution hat ja dazu geführt, dass wir sowas wie Gewerkschaften überhaupt haben und Leute, die sich zusammenschließen und sagen, ja, nee, das passt mir nicht, wie das mein Chef sagt, ich brauche vernünftigere Rahmenbedingungen, ich brauche mehr Lohn etc. Und tatsächlich hoffe ich, durch diese industrielle Revolution, in der wir gerade drin sind, da gibt es auch nichts zu leugnen, auch ein Revival, eine Arbeiterbewegung, eine Verjüngung und ein aktives Einmischen auf Basis der Sachen, die da momentan passieren. Und dann muss das nicht schlecht ausgehen. Aber Voraussetzung ist, dass wir die Nummer jetzt irgendwie weder irgendwie wegreden, so das Internet ist ja gar nicht so wirklich irgendwie was Zukunftsfähiges oder so, und gleichzeitig auch nicht so irgendwie tun, als würde da jetzt irgendwie von die Welt untergehen, sondern wir müssen uns das anschauen, wir müssen reagieren. Und ich habe auch das Gefühl, die Gewerkschaften kommen langsam aber sicher zu dem Punkt. Ich selber setze mich dafür ein, dass die SPD zu diesem Punkt kommt, dass sie sagt, sie möchte Digitalisierung aktiv gestalten und zwar so, dass es eben nicht zugunsten der Arbeitgeber, sondern zugunsten der Arbeitnehmer geht. Und was man da zum Beispiel sieht, wenn man die Wahlprogramme nebeneinander legt, ich weiß, es ist ultra viel Stress, sich den ganzen Kram einzuverleiben, aber tatsächlich wollen die Union oder auch die FDP eine Deregulierung der Arbeitszeit, also dass man diese 11 Stunden Ruhepflicht oder 10 Stunden Maximalarbeitszeit, dass man da rangeht. Und das finde ich schon problematisch, weil das einfach wieder Flexibilisierung auf eine einseitige Flexibilisierung ist. Ja, aber da kann man sehr viel drüber diskutieren. Das ist in der Tat so, da könnten wir, glaube ich, 5 Stunden drüber diskutieren. Ist es noch hell? Ja, ich sehe gerade, die Sonne scheint dir direkt auf die Wange, glaube ich. Ja, das ist jetzt, geht nicht besser. Also ich habe da schon durch zugemacht, hat man, das ist, ja, besser. jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, außer du kannst dich ein bisschen rüberdrehen, aber weiß ich nicht. Ja, ich habe das schon, ja genau. Also ich hoffe, dass die jetzt irgendwie weg damit. So. Ja, eigentlich ist die Sonne ja was Gutes, ne? Wollen wir ja auch nicht weghaben, aber ja, manchmal ist zu viel Licht auch nicht schön. Ja. Ja, ich denke, da kommen wir ja auch vielleicht zu einer anderen Frage, die ich jetzt auch irgendwie alle ein bisschen stelle. In dem Bereich, nämlich warum sollte man sich gerade jetzt für Politik interessieren? Also was ist da
Warum jetzt? Okay, es passiert ultra viel. Also man hat manchmal ja so ein bisschen, also ich bin der Meinung, gerade ist so ein bisschen was im Aufbruch. Es bewegt sich wieder was. Man hat auch durch Trump und auch durch Frankreich oder aber auch durch den Brexit gesehen, das ist kein quasi normaler Zustand, der jetzt für immer so bleibt, sondern Politik kann sich relativ schnell ändern. Politische Rahmenbedingungen sind nicht in Stein gemeißelt. Und es kann sich halt auch ultraschnell zum Schlechten wenden, um jetzt da nochmal die Beispiele da zu nehmen. Während Frankreich wissen wir ja noch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, bei Trump oder auch beim Ausgang des Brexit sind wir uns ziemlich einig. Das heißt, es ist jetzt eigentlich so vom Gefühl her erstens wieder so spannend und man hat das Gefühl, es bewegt sich auch was. Ich kann ja jeden verstehen, der so ein bisschen meine Generation ist, so ewig lang Kohl und dann ewig lang irgendwie Merkel. Ja, ist ja eh immer dasselbe. Ja, Kinder, das haben wir eigentlich so ein bisschen in der Hand. Wir können daran was ändern. Und ich habe das Gefühl, auch man sieht so ein bisschen stärker jetzt die Unterscheidbarkeit wieder zwischen den großen Parteien. Und das war ja auch eine Zeit lang immer schwierig. Ja, dann, sorry, warum man auch noch dringend was tun sollte, ist natürlich die AfD. Ja, also gegen die. Das ist klar. Also wenn man solche Strömungen hat innerhalb eines politischen Systems, dann ist da irgendwie allerhöchste Warnstufe. Und ich glaube, dass es eigentlich jedem vernünftig denkenden Menschen motivieren sollte, sich so ein bisschen auch mit einzumischen. Politisches Geschäft und insbesondere politische Parteien sind nicht so einfach, das weiß ich, aus täglicher Erfahrung. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, auch im zivilgesellschaftlichen Engagement, wenn man sich jetzt irgendwie nicht so für eine Partei entscheiden kann. Es gibt da ganz viele coole Verbände, die einfach sich immer aktiv mit einmischen, Arsch hoch und was machen. Also ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Sonst geht's uns wie Trump, wie Amerika. Wollt ihr das? Nein. Aber die AfD ist doch jetzt eine ganz tolle Partei. Was gefällt dir denn an der AfD nicht? Das sind rechtsnationale, seltsame Menschen mit Ansichten, wo ich gedacht habe, dass wir da schon längst mal wieder irgendwie von weg sind und wo ich gehofft habe, dass das nie wieder salonfähig wird. Und ich kriege die ja auch ab und zu mal so ab, irgendwie so über Twitter oder Facebook und so. Ich habe auch eine AfD-Gegenkandidaten. Es macht alles irgendwie keinen Spaß, weil ich immer so ultra geschockt bin, wie Leute wirklich ernsthaft solche Positionen vertreten können. Und was ich momentan ja immer versuche, ist auch, mich bis zum Wissenpunkt, wie das geht, inhaltlich mit denen auseinanderzusetzen. Und wenn du dieses Programm liest, das kann keiner ernsthaft wollen. Also die tun so, als wären sie der Anwalt der quasi unterdrückten und rechtlosen Armen. Wenn du dir ihr Steuerkonzept oder irgendwelche solche Geschichten anguckst, weißt du genau, das ist einfach letztendlich Reichenförderung. Das macht das Ding nicht besser, was sie da irgendwie vorschlagen. Und das liegt nicht nur daran, dass sie es nicht können. Also du meinst, da steckt System dahinter, natürlich, dass wir auf der einen Seite sagen, wir machen was für die Armen, aber in Wirklichkeit was anderes. Ja, aus meiner Sicht schon. Also tatsächlich fand ich interessant, Heiko Maas war irgendwie heute bei mir irgendwie im Wahlkreis unterwegs, tatsächlich gerade heute früh. Und der meinte, was er so krass fand, weil er hatte irgendwie gestern so eine Pegida-Gegendemo zu einer Veranstaltung, auf der er war. Und was er spannend fand, ist, was das so Autos waren, die Neonazis da so fahren. Und das sind nicht die Hartz-IV-Empfänger, die sind, ne, das sieht man allein schon, wenn du weißt, was für Autos sind. Und das fand ich schon krass, also weil wir wissen auch, dass genau dieses geschlossenes rechtsextremes Weltbild bis in die Mitte der Gesellschaft verankert ist. Da gibt es ganz, ganz spannende Studien, auch der Friedrich-Ebert-Stiftung dazu. Und ich glaube, dass zu sagen, jetzt die AfD besteht irgendwie aus den, sagen wir mal, armen Hartz-IV-Empfängern aus dem Osten, verkürzt die Darstellung. Da sind schon ein paar ganz schön auch strukturell Rechte mit dabei. Auch bei der Petri weiß man das ja. Die ist nicht arm und die Geschichte ihrer Familie ist ja auch durchaus ausreichend bekannt. Ich freue mich schon auf die Kommentare zu diesem Video, by the way. Ja, mal gucken, ob es die AfD-Anhänger so weit aushalten. Dann, die sind ja häufig schnell, wenn man am Anfang nicht irgendwas sehr laut Schreiendes hat, sind ja sehr viele schnell weg. Aber mal gucken. Ja, ich bin auch gespannt auf die Kommentare. Also, liebe Zuschauer, kommentiert. Ja, hier unten könnt ihr eure Kommentare ablassen. Und
Dann schauen wir mal, was da an Meinungen da reinkommt. Nachdem ich ja den Nachteil mal hatte, tatsächlich auf Bild.de mal vorzukommen, weil ich ja Christian Uhle im Landtagswahlkampf beraten durfte für Netzpolitik, bin ich wirklich schon viel gewohnt. Also Bild-Zeitung und so ein Heise-Forum ist auch manchmal schlimm und YouTube-Kommentare böse. Aber wir kriegen das. Internet. Ja, kann ich alles bestätigen. Ja, du hast aus jeglicher Warte, ne? Also ist egal, welche Richtung man dann hat. Da gibt es dann immer welche, die kräftig dagegen schießen. Aber das ja. Ja, ich meine, die Demokratie lebt ja auch vom Meinungsaustausch, solange er einigermaßen zivilisiert ist. Und das wäre noch so das Ding, ja. Wir hoffen, ey, du Wien, ist so ein cooles Format. Wir glauben, dass alle Leute, die das irgendwie zuhören, voll cool sind und dementsprechend, ihr dürft auch was Nettes schreiben. Selbstverständlich, ja. Also nette Sachen, zumindest freundliche Sachen, mit denen diskutiert man natürlich viel lieber, als wenn irgendjemand nur beschimpft und sagt, du Arschloch oder sowas. Sinngemäß oder wortwörtlich, ja. Aber jetzt, weil du Heiko Maas erwähnt hast und wir auch über die AfD geredet haben, da und Meinungsfreiheit wir angeschnitten haben, da muss ich natürlich sofort zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz kommen, zum NetzDG. Die AfD sagt ja, das ist der Untergang der Meinungsfreiheit überhaupt per se und schlechthin. Es gibt aber auch Kritiker aus ganz anderen Bereichen. Wie stehst du zum NetzDG? Was ist deine Meinung? Also die AfD sagt das auch über den öffentlichen Rundfunk. Also dementsprechend nehme ich sie an der Stelle nicht so wirklich ernst. Das Problem, was wir doch momentan haben, und ich kenne tatsächlich den Zhang Yun ziemlich gut, der ist in Würzburg Anwalt und der hat irgendwie so ein bisschen die Sache, finde ich, mit ins Rollen gebracht, weil er Facebook verklagt hat, weil dort rassistische Äußerungen von Facebook eben nicht gelöscht wurden, auch nach mehrmaligen Nachfragen und das ging ja dann ziemlich hoch und dann hat man von Seiten des Justizministeriums versucht, Gespräche mit den Plattformbetreibern zu führen, weil es ja bereits schon damals so war, dass sie das eigentlich löschen müssen. Das ist die E-Commerce-Richtlinie, die wir ja auch alle leidvoll kennen an der einen oder anderen Stelle, aber das ist letztendlich schon erstmal so Gesetz. Und die Frage war jetzt, was machst du, weil sich da nichts tut? Und ich weiß nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss ist. Ich weiß auch nicht, wie die Plattformen damit umgehen. Aber ich finde es persönlich gut, dass man an der Stelle jetzt mal reagiert. Es ist aus meiner Sicht auch nicht der Untergang des Abendlandes. Das haben wir an anderen Stellen netzpolitisch besser schon hingekriegt. Also besser, ne? Ich würde das jetzt nicht auf eine selbe Stufe wie andere Gesetze, Stichwort Vorratsanspeicherung, stellen. Sondern ich würde sagen, man versucht tatsächlich an der Stelle mal ein Problem ansatzweise anzugehen, indem man versucht, Plattformkapitalismus auf der einen Seite zu verstehen und auf der anderen Seite im Kontext einer sozialen Marktwirtschaft, die ja nur deswegen funktioniert, weil sie keine freie Marktwirtschaft ist, sondern eine von Politik geregelten, nach Spielregeln spielenden Marktwirtschaft ist. Und wir wissen schon auch, dass die sozialen Netzwerke, vor allem die großen, mittlerweile wirklich sehr, sehr weit auch den Medienkonsum der Menschen darstellen. Also ich bin ja immer noch gespannt, wie lange es dauert. Es wird noch sehr lange sicher Fernsehen und so andere Formate wie Zeitungen und so geben. Aber da ist ja viel im Umbruch. Und ich glaube schon, dass es durchaus Sinn macht, sich anzugucken, wo ist denn die Verantwortung von den Leuten, die da Millionen mit verdienen. Und das kann, da gibt es ja diesen tollen Beispiel mit dem, wie schreibst du einen Bot, der auf Twitter am meisten Follower bekommt. Also da gab es ja diesen Microsoft-Versuch und das gibt es ja auch immer mal wieder von diesen ganzen Social Bots, auch Wissenschaftlern. Ja, letztendlich, indem du am lautesten schreist, die polarisierendsten Dinge sagst und letztendlich dann auch im rechtsnationalen Spektrum erstaunlich schnell so gut rumkommst. Und wenn man sich auch, also die Strategie von Trump, so der schreit ja auch im Prinzip voll den Bullshit in die Welt. Gut, der ist immer noch der amerikanische Präsident und bis jetzt leider noch nicht, sagen wir mal, strafrechtlich belangbar. Aber wir müssen uns doch ein bisschen mal angucken, was diese Plattformen da, die haben was davon, dass da jeder drauf rumschreit. Und sie sanktionieren bis jetzt eigentlich nicht, sondern sie unterstützen sogar Leute, die, sagen wir mal, besonders krass rumschreien. Und das ist eine Frage, wollen wir das?
wenn das im Bereich strafrechtliche, in Deutschland strafrechtliche Äußerungen ist. Also ich kann das nicht zulassen, dass da jemand irgendwelche Äußerungen über Ausländer umbringen, was auch immer sagt. Das kann ich doch nicht zugucken. So. Und dementsprechend, wie gesagt, ob das jetzt, also was wichtig ist, ist, dass die kleinen Betreiber aus der Nummer raus sind. Das war ja auch ewig so eine Schnell-Schnell-Debatte. Ich denke, man hätte sich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle für die Debatte noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Ging aber nicht, weil die Legislaturperiode vorbei ist. Dass man so ein bisschen aber, sag mal, die versucht, die sozialen Netzwerke zu steuern, finde ich persönlich sinnvoll. Weil das ist jetzt nicht das freie, tolle Internet, sondern das ist die Shopping Mall des Internets. Das ist ein kommerzialisierter Raum, in dem da die Leute unterwegs sind. Und das, also hier zum Beispiel YouTube auch. Das kann ich nicht einfach so, oh, alles, was die machen, ist richtig so. Und das geht nicht. Ich hab den Eindruck, dass wenn man über das NetzDG redet, dass sehr viele da einfach auch gar nicht genau wissen, was im Gesetz steht und da eine falsche Vorstellung davon haben, was da passiert. Ja, was ich weiß, ist jegliche Kritik am Islam verboten oder jetzt ist dies und jenes verboten. Also die Kritik zum Beispiel, die ich wirklich teile, ist, dass die Gefahr natürlich da ist, dass Facebook dann einfach alles löscht oder auch Twitter oder YouTube, wo irgendjemand mal drüber motzt. So. Also, dass die Prüfung, ob das wirklich jetzt einen Straftatbestand erfüllt, sag mal nur marginal ausfällt und alles, was wo sich jemand drüber beschwert, dann einfach das irgendwie gelöscht wird. Und das tut natürlich auch kritische Journalisten, kritische Stimmen etc. beeinflussen. Da muss man jetzt massiv aufpassen, weil sie ja einfach auch ganz klar eine Vorlage haben, dass es eben um strafrechtlich relevante Inhalte geht und nicht um normalen Austausch. Und das wird man sehen, wie sie das jetzt irgendwie handhaben. Jetzt haben sie bloß mal Druck, was zu tun. Weil die ganze Zeit hat sich Facebook insbesondere hingestellt und gesagt, oh, wir können nichts löschen. Nö, wollen doch andere Länder auch nicht. Und wo kämen wir denn dahin, wenn wir in jedem Land die Gesetze dieses Landes beachten müssten? Wenn du hier Geld verdienen möchtest, also und arbeiten oder was auch immer, also im Endeffekt will Facebook vor allem Geld verdienen und Daten sammeln, dann musst du natürlich die Gesetze dieses Landes beachten. Also sonst wäre das so ein bisschen witzlos. Ja. Also man muss sagen, es geht letztendlich auch darum, dass das zum Beispiel Sachen wie Heil Hitler oder in Auschwitz wurde niemand vergast und solche Sachen, darum geht es, das sind die Inhalte, die eindeutig rechtswidrig sind und die innerhalb von 24 Stunden entfernt werden müssen. Genau, also Aufruf also Bedrohung, Aufruf zum Mord, Volksverhetzung, solche Geschichten. Ich weiß, dass wir alle dann immer Angst haben, dass das in irgendeine Zensurrichtung geht. Das müssen wir uns anschauen, wie das die sozialen Netzwerke handhaben. Dass sie das löschen müssen, ist bereits vor dem NetzDG der Fall gewesen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass sie jetzt empfindlichere Strafen, also man haut ihnen empfindlicher auf die Finger, wenn sie es nicht tun. Ich hätte mir ein paar Sachen noch gewünscht, zum Beispiel, dass die Betroffenen Widerspruchsrecht haben und solche Sachen. Ja, deswegen sage ich ja, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht eigentlich in der Debatte. Also auch mit der Netzpolitik-Community, glaube ich. Ja, vielleicht war es auch ein Fehler, einfach auf total Opposition zu gehen, anstatt zu sagen, okay, wir sehen das Gesetz, die Idee ist vielleicht ehrenwert, aber an dieser und jener Stelle sollte man was machen. War vielleicht die falsche Taktik, die fundamentale Opposition. Ich denke, fundamentale Opposition bringt dich in dem politischen Prozess meistens nicht besonders weiter. Und ist das auch nur in Einzelfällen gerechtfertigt. Man versucht ja wirklich ein Problem anzugehen, wo jetzt auch mal sagen würde, die Netzpolitik-Community dürfte doch da auch, sagen wir mal, derselben Meinung sein, dass man versuchen muss, in dem Bereich was zu machen. Jeder schimpft eigentlich doch nur über die großen sozialen Netzwerke und sagt, jemand müsste die mal an die Kandare nehmen. Jetzt ist ein kleiner Mini-Versuch mal gestartet worden, den es gilt, scharf zu beobachten und zu schauen, was dabei raus wird. Aber ich finde, es an sich eigentlich mal in die richtige Richtung geht. Also weil man nicht sagt, oh, Digitalisierung passiert einfach, oh, wir schauen zu oder wir verleugnen, dass Digitalisierung passiert oder so, sondern wir versuchen, das Ding irgendwie zu gestalten und sag mal, das wird ein Try-and-Error-Verfahren, wo wir auch auf die Fachcommunity massiv auch als Politik weiter angewiesen sind. Ich glaube halt, dass, sagen wir mal, die Schnelle, in der die Debatte stattfinden musste, auch durch das Ende der Legislaturperiode, da auch, ich hätte da wirklich mehr Zeit gerne gehabt, muss ich sagen.
Ja, ja, ich glaube, das geht letztendlich vielen so. Ich denke, wir haben mit dem Telemediengesetz ja jetzt schon die Verpflichtung, wie du auch schon sagtest, dass man Inhalte löschen muss, wenn man davon Kenntnis hat als Betreiber genau. einer Plattform. Ja. Und da ist eben das Problem, dass viele Plattformbetreiber lieber sehr schnell löschen, als sich irgendwie ein Strafverfahren oder so an den Hals zu hetzen. Und da hätte ich mir von sowas wie dem NetzDG gewünscht, dass da auch eine Stärkung der Meinungsfreiheit drin vorkommt. Also das NetzDG verlangt ja letztendlich nur, dass die großen Plattformanbieter wie Facebook ein Verfahren definieren müssen. Und in diesem Verfahren hätte das Gesetz eigentlich auch definieren können, okay, es muss der Betroffene angehört werden, es muss die Meinungsfreiheit beachtet werden und so weiter. Und einfach nur löschen geht halt nicht. Es ist ein bisschen im Gesetz drin. Ja, und auch die Bußgelder kommen ja erst nach einer Gerichtsentscheidung, wenn das als rechtswidrig und so weiter. Also es sind ein paar Sachen drin. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was Facebook draus macht. Ne? Also ich denke, so ein Ding ist einfach auch immer ein Kompromiss. Das ist der Nachteil an Politik. Du landest bei irgendeinem Punkt, wo man sich aus allen Seiten was hätte besser vorstellen können. Also ich stimme deiner Kritik komplett zu. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass man auch von Seiten der Community jetzt ganz klar auf diese Fälle schaut und aber auch von Seiten der Politik sich rechtzeitig oder immer wieder auch von den Plattformen Berichte abliefern lässt. Wie sah denn das jetzt aus mit eurer Policy? Was habt ihr denn gelöscht? Wie viele Fälle sind betroffen etc.? Und wir wissen ja, also dass irgendwie gerade Facebook irgendwie in Bezug auf Nacktheit oder Pseudonacktheit ganz krass reagiert. Übrigens auch teilweise Twitter. Also ich habe irgendwie vor kurzem mal irgendwie einen Fall gesehen, wo eine Frau ein Mini-Blutfleck am irgendwie Höschen hat. Also sie hat eine lange Hose an. Ne? Also ne, die hat da so ein bisschen Blutfleck drauf und Twitter löscht das, weil böse, was auch immer. Und das checke ich einfach nicht. Und das muss, also bei Nazis dürfte das wirklich, solltet ihr da wirklich mal genauer hinschauen, so macht doch da mal was. Anstatt da irgendwie so ultra prüde und seltsam zu sein. Ja. Könnte man machen, ist aber halt auch, liegt da ein bisschen dran, dass das ein amerikanisches Unternehmen ist. Und wenn du irgendwie halt Hitler in den USA mit voller Überzeugung sagst und nicht in der Debatte, wie wir das gerade tun, ist das eben nicht strafbar. In Deutschland ist es strafbar. Zu Recht. Ja, genau. Aber als Zitat, so wie wir es eben verwenden, ist es eben auch nicht strafbar. Ne? Also das kommt genau. auf den Kontext drauf an. Und ein geschulter Mitarbeiter bei Facebook oder YouTube muss das auch sofort erkennen. Also das erkennt man halt auch schnell. Das Ding ist halt so ähnlich, wie wenn du irgendwie diese Internetsperrenummer. Also ich glaube, dass so ein bisschen die Netz-Community Angst hat, dass sowas wie die zweite Internetsperre irgendwie passiert. Bloß halt nicht bezogen aufs ganze Internet, sondern irgendwie auf die sozialen Netzwerke. Da war ja auch das Problem, dass die alles Mögliche irgendwie durch automatische Suche irgendwie ihren Sperrlisten drin hatten. Das darf in dem Kontext aus meiner Sicht nicht passieren. Aber wenn ich, und das ist ja der Hintergrund, aus der die Debatte entstanden ist, ich habe ja vorhin schon von Jan Jo-Yun erzählt, aus der eben mehrere eindeutig rechtswidrige Sachen angeguckt hat, wie Facebook damit umgegangen ist, und Facebook hat gesagt, ach, mir egal, lass sie das ruhig weiter vertreiben, es gibt gute Likes, so nach dem Motto. Und das ist ich finde es sinnvoll, dazu zu gucken, da mal hinzugucken. Ich denke auch, eine politische Debatte zum Thema Social Boards und systematischer Verlinkung und so, dass sich das mal anzugucken, was das für Auswirkungen auch potenziell auf Demokratie hat oder haben kann, ist sehr, sehr sinnvoll. Und ich finde es gut, wenn da Leute mal drauf gucken. Ob das NetzDG der Weisheit letzter Schluss ist? Ich würde sagen, nein. Das liegt auch so ein bisschen am Durchsetzungsgesetz. Das ist so ein bisschen so dieses, ja, wir versuchen das jetzt mal. Ich denke, wir werden in den kommenden Jahren, auch in der kommenden Legislaturperiode, solche Debatten noch viel vermehrter führen, weil sich unsere Medienlandschaft total ändert. Es gibt halt jetzt irgendwie nicht nur irgendwie ARD und ZDF und drei Tageszeitungen, sondern es gibt halt das Internet. Und das ist auch in der, sagen wir mal, normalen Medienpolitik auch noch nicht so hundertprozentig angekommen. Ja. Manchmal übersteuert, glaube ich, dein Mikro ein bisschen. Es ist ein ganz kleines bisschen weg vom... Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ankommt oder auch bei den Zuschauern. Alles gut. Nee, das ist dann unangenehm zuzuhören. Also das wollen wir jetzt. Ja, es ist jetzt nicht weiter schlimm. Zum NetzDG wollte ich noch sagen, naja, vielleicht sollte man auch einfach jeden aufrufen dazu, dass, wenn das Gesetz dann im Januar in Kraft tritt, beziehungsweise nein, das Gesetz tritt im Oktober in Kraft, aber ab Januar müssen die Unternehmen diese Verfahren bereitstellen. Und wenn da eben Sachen zu
eindeutig zu Unrecht gelöscht werden. Beschwert euch beim Bundesamt für Justiz, weil das Bundesamt für Justiz kann dann eben auch Bußgelder verhängen. Und das wird dann diese Verfahren überprüfen. Die überprüfen nicht in Einzelfall, sondern die überprüfen, ob die Verfahren stimmen. Und dann muss man Facebook eben eins auf die Finger hauen, wenn sie Verfahren implementieren. Weil auch Meinungsfreiheit einfach Gesetzeslage in Deutschland ist. Also dementsprechend glaube ich, dass man da auch noch ein bisschen Spielraum hat. Und ihr dürft halt, also ich glaube, dass das die Netzcommunity auch nicht tut, aber man hat mittlerweile in der Debatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute von Facebook als dem freien Internet reden. Nein. Also man kann denn generell mal drüber diskutieren, ob es das freie Internet in dem Sinne irgendwie gibt, aber Facebook ist ein Konzern, der damit Geld verdient, dass er diese Plattform vertreibt, und das ist nicht wenig erfolgreich und der hat nicht wenig Einfluss. Und wenn bei Real irgendwie, keine Ahnung, Hakenkreuz Lego-Figuren zu kaufen gibt, dann hätte ich da auch ein Problem und würde die verklagen. Deswegen habe ich ein Problem, wenn Facebook irgendwelche Nazis zulässt. Ich glaube, das war eindeutig. Und man könnte jetzt natürlich noch stundenlang darüber reden. Und es gibt sehr viele verschiedene Meinungen zum NetzDG, und wir hatten ja auch ein Streitgespräch hier zwischen Jörg Heidrich und Ulrich Kelber, der Staatssekretär, der das mitverantwortet hat. Übrigens, was man bei Uli ja sagen muss, der einzige Diplom-Informatiker des Deutschen Bundestags. Also voll krass eigentlich. Ich habe mal eine Analyse. Und in der Bundesregierung. Ich habe mal eine Analyse gemacht, wie viele Informatiker sitzen überhaupt im Bundestag. Also wirklich so Informatiker, Informatikerinnen. Ich bin auf 4 gekommen. Ist nicht so ultra viel. Nicht so viel, ne? Nee. Die meisten dürften Lehrer und sonstige Beamte sein und Juristen. Ja? Eben, also aus der Verwaltung kommende Menschen, Juristen und der ganze Ecke VWL. Also wer sich interessiert, ich stelle auch die Daten gerne mal zur Verfügung. Ich hatte tatsächlich mal Spaß daran, mir das mal anzugucken. Ja, Spaß ist immer weit gefasst, aber das war wirklich interessant. Ich glaube, das mit dem Mikro nach oben schieben war nicht zielführend, sondern vielleicht ein bisschen noch weiter nach unten. Ja, ich tue, ich mache einfach mal was besser. Also ich höre mich noch. Ja, das ist klar, dass du dich nicht hörst, deswegen sage ich es halt einfach noch ein bisschen tief, also das Mikro selber nach unten. Ja, besser. So, ich glaube, jetzt ist besser. Sag nochmal was. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist ein bisschen leiser jetzt, aber ich kann nicht lauter drehen, das ist gar kein Problem. Das ist gut. Okay. Also versuchen wir es mal so, ansonsten beschwere ich mich einfach noch. Bruder, also die Sonne ist auch besser. Ja, die Sonne wird langsam besser. Die Sonne ist natürlich immer gut, aber... So. Naja, okay, also... Ich würde mal sagen, ich bin ja auch eher so Kategorie Kellerkind, also zumindest vom Beruf her. Deswegen immer gut. Aber was wären wir ohne Sonne? Ja, das ist eine gute Interesse. Ja, okay. Wollen wir in die Diskussion? Aber ich glaube, wir wechseln nochmal zu einem anderen Thema. Du sagtest nämlich vorhin Unterschiede SPD-CDU. Ja. Und vielleicht, ich meine, viele sagen ja, das ist alles das Gleiche und SPD und CDU sind irgendwie und alles einheitsparteimäßig und so weiter. Was würdest du sagen, was sind die drei größten Unterschiede zwischen SPD und CDU? Also erstens, es ist wirklich ein Unterschied, von welchem Blickwinkel politische Fragestellungen betrachtet werden. Also das ist wirklich so, die einen stehen auf dem einen Berg, die anderen stehen auf dem anderen Berg. Und das merkt man an vielen, vielen Beispielen. Weil einfach das Menschenbild, was zugrunde liegt, ein anderes ist. Das Menschenbild, was ich immer noch der Meinung bin, dass die SPD vertritt, mit Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und so, das legt ja eine ganz andere, ja, jeder kann das, jeder ist gleichwertig und das ist eigentlich auch ungerecht, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht. Und deswegen müssen die denen es besser geht, was ändern. Und dann müssen wir die im Zweifel, wenn sie es nicht von selber ausmacht, sagen wir, auch stärker, sagen wir, finanziell beispielsweise belasten. Und dieses Menschenbild im Sinne von, dass es gerade ungerecht ist und dass man es besser machen muss, das ist immer noch das, was die SPD verkörpert. Und ich habe den Eindruck, dass die Konservativen dieses Jahr eine ganz andere Gefühl für Welt, für Ordnung quasi in Anführungszeichen haben. Die sagen, ja, das ist halt so.
da kann man jetzt auch nicht viel ändern. Das gehört sich so. Und das merkst du an vielen Punkten. Die SPD hat aus meiner Sicht immer die Aufgabe, sag mal, 5 bis 10 Jahre in die Zukunft zu denken und zu sagen, was können wir jetzt irgendwie alles besser machen? Und die CDU schaut auf das, was im Prinzip die letzten 5 bis 10 Jahre gemacht wurden und sagen, okay, das war doch ganz gut, das lassen wir doch mal so ein bisschen so. Konkrete politische Beispiele. Die SPD hat ein Rentenkonzept, die CDU-CSU hat keines. Ich persönlich war eine ganze Zeit lang der Meinung, okay, Rente werde ich nicht mehr erleben oder so, weil wir ja das Problem haben mit diesen ganzen vielen alten Menschen in Deutschland und uns nachwachsender Generation, die irgendwie so ein bisschen weniger sind. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, man kann das auch nach wie vor mit einem Art Generationenvertrag lösen, wenn du diesen Knubbel, also diese Beule da, sag mal, erstmal überwunden hast. Und um diese Beule zu überwinden, musst du sagen, okay, dass der einerseits darf das Rentenniveau nicht weiter absenken und andererseits darf auch die Beiträge dürfen nicht weiter irgendwie steigen und das, was irgendwie dazwischen drin finanziell fehlt, das müssen wir halt momentan aus Steuernmittel gegenfinanzieren. Ja, und wenn dieser Knubbel weg ist, dann funktioniert auch die Nummer mit dem Generationenvertrag wieder. Also das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überzeugt. Und dieses, oh, wir lassen es jetzt mal weiterlaufen, ist mir doch wurscht, das überzeugt mich nicht. Und die Sache mit der kapitalmarktgedeckten Rentenfinanzierung, also spätestens seitdem irgendwie jeder, der so irgendwie Riester-Rente und so gedacht hat, dass das funktioniert und weiß, was da irgendwie momentan mit diesen, bei diesen Niedrigzinsen damit passiert, ja, weiß halt, dass das irgendwie so gerade irgendwie nicht funktioniert. Gut, also Rente, mega Thema. Ich weiß, ist irgendwie halt auch mal wieder alte Säcke-Politik. Übrigens ein sehr lesenswertes Buch. Aber tatsächlich einer der großen Punkte, die gerade in diesem Bundestagswahlkampf die beiden Parteien massiv unterscheidet. Und dann finde ich ziemlich geil, muss ich sagen, wie oft das Wort Digitalisierung und Zukunft, Internet, Technologie in den SPD-Programmen dieses Mal vorkommt. Auch in dem sogenannten Zukunftskonzept von Martin Schulz. Da hast du wirklich das Gefühl, es fängt an, dass die das als politisches Thema verstanden haben. Also ich rede ja mit denen jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag und es ist auch manchmal nicht einfach, aber ich habe wirklich das Gefühl, da hat es mal so ein bisschen irgendwie Klick gemacht, dass das jetzt irgendwie die Zukunft ist, wo wir uns drum kümmern müssen. Und das ist das, was mich nach wie vor diesen Laden sehr, sehr nahe bringt. Digitalisierung zumindest im Sinne der CSU heißt, also ich bin halt in Bayern, ne, deswegen beschäftigt man sich vor allem mit der Landespolitik der CSU auch immer wieder und das heißt so ein bisschen, der Teufel scheißt auf den größten Haufen und irgendwie jeder darf so sein cooles Leuchtturmprojekt machen und was irgendwie mit so allen anderen ist, oh ja, entweder kommen sie durch oder sie verrecken halt. Das ist halt auch nicht wirklich das, was ich unter Gestalten einer Digitalisierung verstehe. Mhm. Okay, also Die Punkte vielleicht nochmal, ein bisschen Grundhaltung, das eine, was ich erklärt habe, dann irgendwie die Geschichte, wo wirklich Unterschied ist, ist Rente, Steuerkonzept ist auch ganz krass unterschiedlich, kann man sich auch mal angucken und dann für mich natürlich die ganze Fragestellung Arbeit der Zukunft und Digitalisierung, also tatsächlich habe ich das Gefühl, langsam aber sicher kapiert der Laden ist. Manchmal, dicke Bretter sind zu bohren, ne? Das Schlimme ist, du weißt halt, also es war halt mal die Welt so ein bisschen einfacher. Jetzt hast du ganz unterschiedliche Erwerbskonzepte. Der klassische Arbeiter ist mittlerweile, also du hast den Angestellten, du hast die ganzen Scheinselbstständigen, du hast Solo-Selbstständige, die letztendlich eigentlich auch genauso irgendwie schutzbedürftig sind, finde ich, wie der normale Arbeiter. Wenn sie jetzt nicht irgendwie ultra das mega fette Startup haben und ultra viel verdienen, sondern so der normale Solo-Selbstständige Freelancer, der muss jetzt auch erstmal so ankommen in der Wahrnehmung der SPD und das passiert langsam aber sicher. Also dass Arbeit mittlerweile anders aussieht, dass man das vielleicht auch will in einem gewissen Alter, dass das irgendwie halt mal, ja, keine Ahnung, ultra das eigene Leben ausfüllt, dass man aber auch gleichzeitig schauen muss, dass es eine gewisse Sicherheit birgt. Und was ich momentan so ein bisschen kritisch finde, ist, wenn man jetzt so in meinem Alter, funktioniert das irgendwie noch ziemlich gut mit irgendwie die ganze Zeit arbeiten. Hallo. Gerade kommt nur ein Nachbar und guckt, was wir hier machen. Wir machen gerade ein Interview. Wenn du was hast, dann sag's mir kurz. Und meine Interviewpartner redet einfach weiter. Ach so, okay, gut, ich rede noch weiter. Man sieht mich jetzt gerade nicht.
Achso, okay, dann rede ich weiter über Digitalisierung. Ich denke, dass wir im Bereich, wie sieht Arbeiten in Zukunft aus, noch ultra viel lernen müssen und ultra viel auch schauen müssen, was muss ich da überhaupt gesetzesmäßig begleiten, was kann ich auch jetzt erstmal laufen lassen, um zu gucken, ob das was Gutes wird. Das wird spannend, also weil es ändert sich halt ultra viel. Also so die Beschäftigung, das habe ich vorhin ja schon gesagt, durch Digitalisierung ändern sich Beschäftigungsarten. Jemand macht plötzlich was ganz anderes, weil er irgendwie plötzlich andere Programme benutzt und so. Das macht auch viel mit den Menschen und wir müssen diese Gesellschaft auch mitnehmen. Wir haben ja immer noch das Ding, ich weiß ja nicht, die Leute, die hier zugucken, sind wahrscheinlich irgendwie jung und irgendwie IT-affin, so gehe ich mal von aus, so wie irgendwie Alva und ich. Bloß da gibt es noch so eine ganze Menge anderen Menschen, die gerade Digitalisierung ziemlich abhängt. Und was ich nicht möchte, ist, dass diese Vision in Anführungszeichen wahr wird, dass es am Schluss zwei Arten von Menschen gibt. Die Menschen, die Computern sagen, was sie tun sollen, also Maschinen programmieren, Computer programmieren. Und die anderen Menschen, die Verlierer in Anführungszeichen, die dann von Computern gesagt kriegen, was sie tun sollen. Also da muss jeder nur an den, keine Ahnung, Paketboten, der die Amazon-Pakete austrägt, denken, der auch im Prinzip nur von seinem Tablet gesagt kriegt, ja, du musst jetzt das, du musst jetzt das, du musst jetzt das. Ja, sinnerfüllendes Arbeiten sieht aus meiner Sicht anders aus und da muss man echt sich mal wirklich substanziell Gedanken machen. Und ich habe das Gefühl, dieser Diskussionsprozess ist in der SPD zumindest gerade gestartet und sie sieht auch, dass genau dieses Thema Arbeit so mal irgendwie die Definition der SPD war und vielleicht auch wieder werden kann. Ist natürlich auch eine Sache, die man sehr langfristig diskutieren muss, kann, sollte. Ne? Sonst das gibt es halt keine kurzfristigen Lösungen. Das Schlimme wird jetzt halt einfach sein, dass du viel ausprobieren musst, gucken musst, was funktioniert und auch eine gewisse Individualisierung ermöglichen musst. Weil was an dem einen Betrieb funktioniert, funktioniert vielleicht in dem anderen nicht. Das kannst du aber beispielsweise durch Betriebsvereinbarungen machen, wenn deine Gewerkschaft fit genug ist, um zu sagen, okay, das Modell wäre jetzt irgendwie cool, wenn wir das mal ausprobieren. Was du aus meiner Sicht nicht machen darfst, ist jetzt irgendwie abwarten und Tee trinken. Das ist wohl wahr, ja. Ich denke, damit kommen wir vielleicht auch, auch darüber könnte man, glaube ich, stundenlang reden. Ja. Aber wir wollen ja so ein paar Themen durchkriegen und vielleicht noch ein paar Hardcore-Fragen machen. Du, also schlimmer als der Beamtenbund und der Bauernverband kannst du jetzt nicht sein. Okay. Ich bin jetzt mittlerweile voll fit in Landwirtschaftspolitik. Okay, okay, alles klar, verstehe. da brauchen wir bei Wen wählen bestimmt für unseren Kandidatenvergleich auch noch eine tolle Frage für Landwirtschaftspolitik. Vielleicht sollte ich mir mal die Wahlprüfsteine von denen anschauen, was sie da so geschrieben haben. Man muss ja nicht allen zustimmen, ne? Aber um hier auf der Spur zu bleiben und nochmal inhaltlich was zu haben. Wir sind ja auch so ein bisschen jetzt in die Richtung gekommen. Das alles hat ja irgendwie mit sozialer Gerechtigkeit auch zu tun. Was ist für dich soziale Gerechtigkeit? Ich denke, wenn man das Gefühl hat, dass es anderen dass andere Leute ganz andere Voraussetzungen, andere Chancen haben aufgrund ihres Hintergrunds. Für mich war das Erwachen zu dem Kontext wirklich einfach, dass ich, das war der, irgendwie habe ich studiert und der Kampf gegen Studiengebühren. Und dann erzählt mir eine meiner besten Freundinnen, dass sie in dem Monat, wo die Studiengebühren zahlen muss, den restlichen Monat von Brot lebt. Also von Brot, nur von Brot und Wasser aus der Leitung. Weil das halt einfach die 500 Euro sind, die sie in dem Monat hat und mehr hat sie nicht. Und die muss sie in dem Monat zahlen und mehr hat sie halt dann nicht. Und das heißt, ich so, was, krass, die wohnt irgendwie zwei Zimmer weiter als ich und wow. Und ich glaube, genau so, dass dieses Gefühl, da ist was falsch. Ich glaube, dass man Gerechtigkeit immer, finde ich, schwer zu definieren kann. Man muss sie fast über Ungerechtigkeit definieren. Und wir haben in diesem Land eine immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Leuten, die viele Chancen von vornherein haben, bei denen wirklich viel auch einfach automatisch gut geht. Also wir wissen, dass irgendwie Akademiker, wenn die irgendwie Kinder kriegen, werden die Kinder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder Akademiker. Und wir wissen, dass es Leute gibt, die aus einer gewissen Spirale auch nicht mehr rauskommen. Also wenn du da irgendwie ein kaputtes Elternhaus hast mit zu wenig Geld, keine Ahnung,
im Worst Case noch irgendwelchen kriminellen Kontext oder so, da rauszukommen ist ultra schwer. Und das ist das für mich, also ich definiere leider die Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit und das ist das, was ich ändern will, dass es eben die Leute gleiche Chancen haben, dass es eben, wenn ich jetzt irgendwie in dem einen Haus geboren werde und der Mensch in dem anderen Haus, dann sollen uns beiden bitte die Welt offen stehen und zwar gleichermaßen. Beim Thema soziale Gerechtigkeit, da kommen wir natürlich auch gleich zu einem anderen brisanten Thema für die SPD. RRG, Rot-Rot-Grün, wie stehst du dazu? Was hältst du das für zielführend oder? Also das Ding ist momentan, du brauchst irgendwie eine gesellschaftliche Mehrheit, um ein paar größere Sachen anzupacken. So, wie diese gesellschaftliche Mehrheit aussehen kann, also ich glaube, in der Großen Koalition liegt diese gesellschaftliche Mehrheit nicht, weil du schon, auch wenn man immer sagt, Einheitsbrei, bla 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 bla, ich kenne jetzt viele Auseinandersetzungen aus der aktuellen Legislaturperiode, wo wir gerne viel mehr gemacht hätten, aber einfach gebremst wurden und irgendwie, weil Leute einfach komplett dagegen sind. Und du wirst nicht zu dem großen Durchbruch im Bereich Rentenpolitik kommen, du wirst nicht im großen Durchbruch, den du brauchst, im Bereich Steuerpolitik kommen und du wirst auch nicht zu dem großen Durchbruch im Kontext Gesundheitspolitik kommen, wenn du weiter mit einer Partei oder mit zwei Parteien aus meiner Sicht regierst, die genau diese großen Ideen nicht zulassen wollen. So. Aus meiner Sicht war auch Rot-Grün jetzt nicht irgendwie super geil unter Schröder. Brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und es gibt auch Konstellationen, wo Rot-Rot-Grün gut funktioniert. Bei mir um die Ecke ist halt einfach Thüringen und irgendwie, der Welt ist noch nicht untergegangen, seitdem da irgendwie ein linker Ministerpräsident irgendwie an der Macht ist. Also ich fahre da manchmal über die Grenze, das ist alles noch da. Und dementsprechend bin ich der Meinung, das kann man ruhig mal ausprobieren. Was aber dazu funktionieren muss, und das ist, glaube ich, so ein bisschen immer das Problem. Es ist sau schwierig, wenn man aus der SPD ausgetreten ist, dann wieder mit der SPD zusammenzuarbeiten. Und es ist sau schwierig, dann auch zu sagen, ja, okay, wir müssen da jetzt irgendwie mal einen Kompromiss finden. Und das ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht nächste Legislaturperiode, vielleicht wird es noch ein bisschen dauern, zu dieser gemeinsamen Gesprächsbasis zurückfinden. Weil wenn man momentan so ein bisschen die Opposition, die mir ja echt auch manchmal leid tut im Bundestag, anguckt, wir würden gerne viel mehr, glaube ich, auch gemeinsam machen, aber ich werde auch häufiger von der Linkspartei so dermaßen angepumpt, obwohl ich bin ja eine linke SPDlerin, ne? Aber SPD steht drauf, böse. Und das wäre mein tatsächlicher Wunsch, dass sich das noch so ein bisschen ändert. Wir brauchen aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Mehrheit, um Sachen anzupacken. Und ich hoffe, dass wir nach dieser Bundestagswahl eine gesellschaftliche Mehrheit haben. Die könnte in Rot-Rot-Grün aussehen. Die kann aus meiner Sicht auch in Rot-Grün oder von mir aus auch Rot alleine irgendwie aussehen. Glaube ich es mal nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Leute, die mal Mut haben, was zu machen. Vielleicht nochmal der Standardsatz. Ja. Es kommt natürlich darauf an, was du für ein Wahlergebnis hast. Weil wir haben zwar momentan, und was die dann jeweils verabschiedet haben und so weiter und so fort, hätte Fahrradkette. Wir haben, und das ist ein langer Prozess, bis du am Schluss dann guckst, mit wem machst du eine Koalition auf, und das ist ein heftiger Prozess. Ich wünsche mir, sagen wir mal, Bewegung. Und für mich ginge eine Koalition in dieser Konstellation, aber man muss es sich dann anschauen und schauen, ob es machbar ist. Also nach der Wahl. Vorher irgendwie jetzt, also was mich ultra nervt, ist diese rote Sockenkampagne, die insbesondere die CSU fährt mit, die bösen Linken und so. Ich kann ja nicht sagen, wie sehr mich das irgendwie immer nervt. Also wenn die CSU sich bewegt, weißt du, könntest du auch viel in der aktuellen Konstellation machen. Also weißt du, die Frage ist immer, was ist schlimmer? Ja. Gut, ich meine, wie das Wahlergebnis aussieht, muss man gucken, welche Konstellationen überhaupt möglich sind. Da ist sicherlich viel Sachen drin. Was wäre deine Bedingung oder würdest du sagen, es gibt Bedingungen für Rot-Rot-Grün? Ich meine, gerade in der Außenpolitik gibt es, glaube ich, so ein paar Differenzen. Ja. Würdest du sagen, da ist irgendwo eine rote Linie, über die darf man nicht drüber gehen? Ah, das ist immer sehr schwierig zu definieren. Also ich denke, du musst vom Mindset her gucken, wollen die wirklich gemeinsam
Oder also wollen wir wirklich gemeinsam? Dann muss man auch die SPD nochmal genau angucken, weil es ist halt eine Teamwork-Sache, so irgendwie Politik zu machen. Und wenn du dich im eigenen Lager viel zu sehr ständig die ganze Zeit auseinandersetzt, ohne dass sich an die Spielregeln gehalten wird, die so mal halt Regieren so ein bisschen mit sich bringt, dann wird es schwierig. Also wenn du zu einer instabilen Situation kommst, ich weiß nicht, ob uns das gut tun würde. Also wenn quasi irgendwie bei jeder Abstimmung halt abzusehen ist, dass deine eigene Koalition die Hälfte irgendwie dagegen stimmt oder so, dann ist es schwierig, so eine Koalition einzugehen. Das ist ja genau die Scheiße, die wir momentan auch haben. Man musste viel Sachen auch mittragen in einer großen Koalition, weil man sich vorher auf diesen Koalitionsvertrag geeinigt hat. Und was ich eben hauptsächlich erwarte, ist im Rahmen offener Verhandlungen, wenn es dann einen Konsens gibt, dass man das macht, dass man das nicht macht, etc., dass man sich dann dran hält, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig das ist, was man ursprünglich wollte. Und das wird das Interessante sein. Das ist für mich das Haupt. Thematisch, glaube ich, kriegt man das alles vom Eis. Du hast auch innerhalb der SPD ein relativ breites Spektrum von Sachen, die ja, die Leute so gerne hätten. Und ich glaube, das würde man hinkriegen. Also wenn du es momentan irgendwie mit der Union hinkriegst, kriegst du es mit den anderen auch hin. Wohl war es ja wohl auch keine Traumkoalition mit der Union. Ist halt was ich geil finde, ist, dass jetzt irgendwie Leute aus der Union, insbesondere aus der CSU, sagen, also sie würden eigentlich lieber wieder mit der SPD zusammen koalieren als mit der FDP, weil mit der SPD kann man besser zusammenarbeiten, wenn man einfach den Output Schwarz-Gelb Bundesregierung anguckt im Vergleich zum Output Schwarz-Rot. Guckt euch das echt mal so ein bisschen an. Das ist immer schwierig, irgendwie, weil es 4 Jahre sind und man dann das irgendwie doch schnell vergisst, aber da ist ein riesen Unterschied. Und das fand ich irgendwie so geil, weil ich mir gedacht habe, so, haha, danke für dieses Lob. Ich würde jetzt trotzdem gerne eine andere Koalition haben. Die damalige Traumkoalition war dann ja auch am Ende nicht mehr so wirklich traumhaft, ne, aus deren Sicht. Eben, jetzt sind sie gerade wieder auf der Nummer, weil sie halt auch irgendwie eine Machtperspektive bieten wollen. Werden wir sehen. Also man muss jetzt auch gucken, wie die Grünen sich verhalten, das weißt du ja auch nicht. Also wird alles ganz spannend. Und ich glaube, ganz ehrlich, es ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns mal ein bisschen wieder über die Inhalte unterhalten, nicht irgendwie über Farbenspielchen und wer hat die Macht und wer hat sie nicht, sondern irgendwie, mit wem funktioniert es und mit wem funktioniert es nicht, auf Basis eines Wahlergebnisses und auf Basis eines beschlossenen jeweiligen Wahlprogramms. Und das würde ich mir wünschen. Es gibt ein paar Sachen, die ich halt als SPD unbedingt umsetzen wollen würde, die jetzt auch im Regierungsprogramm der SPD stehen. Das letzte Mal haben wir auch den Mindestlohn zu Bedingungen gemacht und es muss auch dieses Mal einiges aus diesem Wahlprogramm stehen. Echt gute Sachen drin. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich in der SPD bin, sondern tatsächlich bin ich mal der Meinung, dass das Programm richtig gut ist. Und da muss auch einiges einfach definitiv umgesetzt werden. Und ich würde es einfach mal so formulieren, wenn da ein paar Sachen nicht machbar sind, auch Stichwort Gesundheitsreform, ne? Dann sollte man mit den Leuten, mit denen das nicht machbar ist, einfach auch nicht koalieren. Okay, ja, dann müssen wir mal gucken, wie das Ergebnis im September aussieht. Das Schlimme ist, ich entscheide das ja nicht. Ich entscheide das. Du hast eine Stimme. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass sie das wieder mit Basisdemokratie irgendwie so tun. Während es auch noch. Nein, aber ich meinte, du hast eine Stimme, zwei Stimmen sogar bei der Bundestagswahl. Auch als Kandidatin hast du ja. Okay, ja, klar. Aber das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen trivial zu erraten, wen ich wählen werde. Ich werde dich trotzdem nicht fragen, weil es sich natürlich nicht gehört. Ja, aber man filtert auch nicht seinen ausgefüllten Wahlzettel. Genau, das kann sogar rechtliche Probleme geben, weil das dann in Richtung Korruption und Wahlgeheimnis und nicht Korruption, sondern Wahlbestechung und so weiter. Also sollte man nicht tun, seinen Wahlzettel twittern. Ja. Okay, jetzt wollte ich irgendwas fragen, jetzt habe ich es vergessen. Tut mir leid. Nein, mach nichts. Ich meine, wir sind ja jetzt quasi live sozusagen und dann passiert sowas halt. Ein großer Punkt, der immer wieder diskutiert wird, ist so die Politikverdrossenheit. Siehst du Politikverdrossenheit bei den Menschen oder Politikerverdrossenheit vielleicht auch?
Also was ich denke da viel wirklich drüber nach. Also was ich erstens spannend fand, da kann man vom Bertelsmann Verlag halten, was man will, aber die haben zur letzten Bundestagswahl ja einfach auch eine Politikverdrossenheitsstudie gemacht, in der sie also auch repräsentativ insbesondere junge Menschen befragt haben und die zu einem interessanten, wie ich finde, interessanten Schluss gekommen sind, dass du halt in der Generation, wo, sagen wir mal, nichts Gravierendes passiert ist, bis dahin auch nicht so stark politisiert bist wie eine Generation, die die 68er erlebt hat, die den Mauerfall erlebt hat, die, ja, was auch immer so davor war, irgendwie bis zum Zweiten Weltkrieg, gibt es ja noch Menschen, die noch leben. Das macht mit dir was, weil das einfach deine Lebensrealität ist. Und da muss man sagen, wir haben halt einfach mega Glück gehabt, weil bis jetzt, sagen wir mal so, sind wir irgendwie alle relativ gut aufgewachsen, ohne solche großen, gravierenden politischen Schwankungen. Das Erste, was jetzt eigentlich wieder gekommen ist, ist die ganze Debatte rund um die Flüchtlinge, wo du einfach auch dann mal feststellst, was Globalisierung bedeutet, was auch Kapitalismus in der globalisierten Welt bedeutet, was auch bedeutet, wenn da wo Krieg herrscht. Und was jetzt auch sich geändert hat, finde ich, ist ja auch Trump, Erdogan, Putin. Das ist jetzt irgendwie viel realer geworden, dass Politik einen direkten Impact auf das normale Leben hat. Ich glaube, dass das stärker angekommen ist durch die, sag mal, Prozesse, die wir in der letzten Zeit hatten. Ich habe Brexit und Frankreich-Wahl ja auch schon angesprochen. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt eigentlich so dieses Momentum vielleicht ein Stück weit zurückbekommen, wo Leute sagen, ja, Moment, es wäre jetzt doch mal ganz gut, sich jetzt einzumischen, weil das geht mich ja doch was an. Und ja, also das zum Thema Politikverdrossenheit. Ich mache da auch niemanden einen Vorwurf dazu, ne? Also ich verstehe auch Leute, die sagen, ja, also Moment. Und dann ist der Punkt, die Welt ist halt saumäßig kompliziert, politische Prozesse sind saumäßig kompliziert und es wird auch immer schwerer, das irgendwie so in einem hübschen Wortbeispiel zu erklären. Und du hast einen ganz interessanten, finde ich, interessantes Phänomen, dass irgendwie Politiker so irgendwie so noch halb, so die Halbgötter sind. Und aber so halb irgendwie, Stichwort Heute-Show oder so, irgendwie so nicht mehr und irgendwie voll die Lachfiguren. Und das ist irgendwie, das macht auch irgendwie viel mit der Wahrnehmung von Politik. Und wenn irgendwie ich mit Menschen rede, warum ich mir die Nummer eigentlich antue, dann stelle ich, vor allem wenn ich so ein bisschen erzähle, was das heißt, Bundestagswahlkampf zu machen, dann stoße ich wirklich auf großes Unverständnis. Also tatsächlich bei meinen eigenen Eltern, den letzten Landtagswahlkampf, den ich geführt habe, habe ich eben nicht direkt daheim geführt, sondern eben woanders. Und jetzt ist irgendwie zum ersten Mal, dass meine Eltern und meine Family irgendwie mich im Vollpolitiker-Modus mitkriegen. Und da die sagen halt auch regelmäßig, du bist bescheuert, dass du das antust. Und das muss man schon auch, dieser Betrieb ist nicht perfekt und da muss man sich auch irgendwie, ja, gut überlegen, ob man sich das antut und vor allem, wie lange man sich das antut und so weiter und so fort. Und ich kann da auch jeden verstehen, der sagt, also so ein bisschen strange seid ihr alle. Letzter Punkt, Politikerverdrossenheit. Das ist das, was mich total bewegt, weil ich habe das Gefühl, insbesondere jetzt in meinem Wahlkreis, die Leute wollen schon einfach noch den typischen Typ Politiker. Über 50, männlich, Plauze, Bart, so vielleicht auch nicht Bart, so aber irgendwie Schlips und Krawatte. Und das ist aber das, was die Leute irgendwie immer noch wollen und wählen. So hab ich, also bin mal gespannt, ne? Aber kommen wir mal, also so von der Erwartungshaltung. Und deswegen glaube ich, dass so richtig von Politikerverdrossenheit auch nicht die Rede ist, weil Leute, die irgendwie anders sind, ich zum Beispiel, aber auch andere Leute, auch gerade aus meinem eigenen Laden, die stoßen immer auf so, hä, was? Du machst Politik? Ja, und ich würde mir vielleicht wünschen, dass es da bunter wird. Also, dass es nicht der Normalpolitiker, insbesondere im Kontext Kommunalpolitik, dieser über 50-jährige, ergraute, etwas dickbäuchige Mann ist. Vielleicht würde dann das auch die Politikerverdrossenheit an der einen oder anderen Stelle bei der Generation, die sich wundert, warum die alle gleich aussehen, ein bisschen wieder reduzieren. Deswegen, Leute, ihr habt es in der Hand. Ja, und man darf vielleicht auch nicht verlangen, dass da irgendwie lauter perfekte Engel sitzen. Ne? Also, das ist das Nächste. Ich meine, das sind halt irgendwelche mehr oder weniger normalen Leute, die halt einen Job machen, wo sie in der Öffentlichkeit stehen, aber wer ist denn schon da irgendwie engelsgleich oder sowas? Also das Schlimme ist, glaube ich, wenn du selber so versuchst, irgendwie perfekt rüberzukommen,
Das musst du bis zum gewissen Punkt, weil insbesondere so die schauen uns eh nicht auf YouTube zu, aber so mal die geburtenstarken Jahrgänge, in Klammern Rentner, erwarten auch so ein gewisses Verhalten von dir. Und Leute nehmen dich auch anders wahr, wenn du irgendwie, ich habe jetzt irgendwie einen Iron Maiden Top an, mit dem mache ich jetzt nicht meinen normalen Wahlkampf, sondern das mache ich im Anzug. Und das ist schon echt strange. Ich hätte da irgendwie die Hoffnung, dass, ja, aber Menschen sind halt auch so, ne? Man darf da auch denen nicht böse sein. Vielleicht würde aber auch das im Iron Maiden-Job im normalen Wahlkampf bei einer gewissen Klientel auch helfen. Ne? Ja, das Problem ist dass das dann die Rentner ausgleichen kann. Ja. Ja, genau, und das ist der Punkt. Du wirst auch, ich meine, ich liebe Spartenpolitik, ich liebe die Netzcommunity und uns alle so verrückten Menschen. Also ich bin ja da auch so. Bloß wir sind nicht die Mehrheit. Und wenn du da mal rausgehst auf die Käfer und versuchst, mit Menschen über Internet zu reden, du wirst die brauchen, um wirklich was zu ändern. Also das ist das Problem mit politischen Mehrheiten. Du wirst du musst sie irgendwie auch erreichen und zu sagen, okay, ich habe da Vertrauen, dass die wirklich auch was Gutes macht und dass sie dafür sorgt, dass es uns allen irgendwie besser geht. Und das ist ultra schwer und ich muss auch sagen, ich bin da auch teilweise selber so, dass ich irgendwie noch nicht den hundertprozentig perfekten Weg gefunden habe. Manchmal denke ich irgendwie, manchmal denke ich, ich bin so flapsig, ich habe heute schon wieder Scheiße in der Pressekonferenz gesagt, oh, darf man nicht sagen. Ich hoffe auch irgendwie so, dass manche Leute das nicht gucken heute. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber warum denn nicht, ne? Also wir sind doch irgendwie normale Menschen. Und das ist, also dieses Hin und Her haben glaube ich, auch mit allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die Berufspolitiker sind, haben alle so ein bisschen dieses Problem. Und du hast dann noch das letzte Problem, dass du selten irgendwie über eine Stunde Zeit hast, mal irgendwie über deine Gedanken zu reden, sondern du musst das irgendwie in zwei Sätzen hinbekommen, weil du hast nicht mehr in Anführungszeichen Sendezeit in, ja, also nicht in Twitter, ne, aber so halt irgendwie in der Zeitung und was auch immer. Und die Leute hören dir auch nicht lang genug zu. Klar, ich meine, ich sehe das ja hier auch. Man kann bei den YouTube-Statistiken sehen, wie lange die Leute das Video anschauen. Und wenn dann so ein Video zum 25% bis zum Gegenende schauen, ist das schon sehr gut. Ja, ja, kommt eben auch vor. Und dann gibt es welche, da liegt es halt dann irgendwie nur bei 5% oder 2%. Aber ich finde halt, ehrlich gesagt, ist bei Podcasts generell so geil, dass du eigentlich damit jetzt mal eine Chance hast, mal so einen Gedanken irgendwie zu Ende zu führen. Also nicht nur irgendwie Tagesschau-kompatibel drei Sätze rauszuhauen, die möglichst irgendwie ein anschauliches Beispiel beinhalten dürfen, sondern das, was du an politischer Debatte brauchst, sind die langen Diskussionen. Deswegen finde ich es ultra geil, jeder, der irgendwie politische Podcasts macht, ist eine krasse Herausforderung, aber es ist echt wichtig. Und es wäre halt mal die klassische Podiumsdiskussion, die ich auch teilweise nicht mehr mag, einfach auch eine neue Ebene gehoben. Ja, ich denke, man muss da auch einfach ein bisschen experimentieren. Wir experimentieren hier ja auch und hoffen auf viele Abonnenten. Eben, Glücke. Genau. Ja. Nee, also ich finde es gut und das muss man, glaube ich, auch machen, weil also auch Digitalisierung ändert politischen Prozess. Und wenn du dir anguckst, auch wenn jetzt irgendwie, was ich krass fand, war irgendwie diese Gegenüberstellung, wie viele Leute dachten, dass der Trump das Fernsehduell gewonnen hat. Ich meine, die Heuristik, nach der du entscheidest, wer hat da irgendwie gewonnen, ist sowieso fragwürdig. Aber die klassischen Medien haben alle gesagt, ja, Clinton hat es gewonnen, so gewonnen. Und tatsächlich haben die Trump-Anhänger über die sozialen Medien permanent verbreitet, Trump has won, Trump has won. Und irgendwann haben das alle geglaubt. Und das heißt, irgendwie, da verändert sich einfach ultra viel. Und wenn ich mir immer angucke, wie wenig meiner politischen Kontrahenten auf eine vernünftige Social-Media-Präsenz haben, und wir haben also auch mit dem Bayerischen Rundfunk drüber gequatscht, so, also wie erreichst du junge Leute? Mit dem klassischen Veranstaltungsformat in den meisten Fällen nicht. Also ich bin ja ultra froh, wenn sich bei mir auf den klassischen Veranstaltungen jemand, der nicht Parteimitglied und potenziell noch jung ist, verläuft, denn den hege und pflege ich. Aber ist jetzt nicht die Regel, ne? Also das funktioniert dann eher über sowas. Ja. Ja, ich glaube, das ist allgemein ein Problem, es gibt sehr viele Veranstaltungen, wo Politiker man dann mit seinem eigenen Bundestagskandidaten oder Abgeordneten ihn treffen kann und mit ihm diskutieren könnte, aber ja, von die Nichtparteimitglieder gehen selten hin, ne? Ich sage immer von Bekehrte für Bekehrte. Das ist durchaus wichtig, parteiinterne Debatten zu führen. Also da bin ich absolut vorne mit dabei.
Bloß es geht so ein bisschen um die Menschen außerhalb der Parteifilter-Bubble. Und es bringt dann auch nicht wirklich was, sich auf Podiumsdiskussionen zu treffen, wo du weißt, okay, die Leute sind von der CSU, das ist, sag mal, die bezahlten Klackhöre von denen, das sind irgendwie die SPDler, die sitzen da. So, also das hast du halt bei diesen klassischen Veranstaltungskonzepten schon ziemlich. Ja, also wir haben jetzt auch richtig gute Sachen gehabt, ne? Ich habe irgendwie morgen Abend zum Beispiel auch wieder so eine Veranstaltung, wo ich, sag mal so, wenn ich auf eine Veranstaltung komme und kenne da 90% der Leute, dann wünsche ich mir den Livestream. Weil vielleicht guckt es dann noch 2, 3 Leute, die ich nicht kenne. Ja. Ja, das ist das harte Brot, ne, sozusagen, als Politiker, wobei es bei uns ja auch schwierig ist, ne, wer nicht laut kreischt und nicht irgendwie den Skandal heraufbeschwört, der kriegt auch bei YouTube wenig Kommentare, wenig Views, wenig Kommentare heißt, das Video wird nicht so häufig empfohlen wiederum und so weiter, deswegen rufen ja alle YouTuber immer zu den Kommentaren auf, also kommentiert ganz viel, ja. Ja, aber da sind wir halt auch wieder bei dieser ganzen Filterbubble-Effekten, ne? Klar, mit Katzenvideos können wir alle nicht konkurrieren. Und die Frage ist jetzt, ob wir mit diesem Power Law, also dass du quasi, wenn wir wieder, also dass ein paar wenige Inhalte ultra gehypt werden und danach kommt ganz, ganz langer Schwanz quasi, exponentiell abfallend, dann hast du, also die Frage ist, also erstens ist es natürlich gut, weil du dir persönlich was raussuchen kannst, was irgendwie dir passt, und dann wirst du aber vielleicht in diese Filterbubble so ein bisschen reingezogen, wo du dann auch wieder nur Sachen quasi konsumierst, die dir irgendwie eh schon gefallen und so. Das ist auch noch nicht, da sind wir auch noch nicht fertig mit dem Prozess. Also irgendwie nur auf, ja, was laut ist, ist gut. Tatsächlich gibt es das Konzept der Öffentlich-Rechtlichen bei aller Kritik, die das vielleicht auch immer mal wieder verdient. Deswegen, damit du nicht nur irgendwie Sat.1 und ProSieben Nachrichten hast. Ja, ja, und ich meine, hier im Wählen-YouTube-Kanal versuche ich natürlich auch, mit allen zu reden, auch mit AfD-Kandidaten oder mit FDP-Kandidaten habe ich schon geredet. Bei der CDU, CSU ist ein bisschen schwierig, die zu motivieren. Also soll ich mal fragen, meinen da? Also wenn du das möchtest, ich würde das gerne. Der ist an sich echt ultra nett. Ja, also. Also wenn alles gut geht, sitzen wir beide im Bundestag. Der ist halt abgesichert. Das heißt, die Leute können den im Prinzip, also ob sie ihn wählen oder nicht, sie kriegen ihn eh. Die kann den ruhig mal fangen. Also wenn du möchtest, der ist halt nicht jung. Aber das ist ja kein Kriterium, oder? Das macht ja nichts. Nein, ich meine, ich finde es auch interessant, mit allen Altersstufen, mit allen Leuten zu reden. Ich habe eine CSU-Kandidatin, die hoffentlich, wo der Termin zustande kommt. Ich verrate jetzt noch nicht, wer. Ja. Aber das Erschreckende war, dass von, ich weiß nicht, keine 10%, die ich angeschrieben habe, überhaupt geantwortet. Oh, und die haben ein Büro, ne? Also das ist so ein bisschen das Ding. Also nicht alle natürlich, aber und einige kenne ich auch persönlich aus der Enquete-Kommission noch und so weiter. Das finde ich dann ein bisschen erschreckend, wenn man gar nicht antwortet. Man kann sagen, okay, ich will nicht, habe keine Lust, habe keine Zeit oder ist mir zu klein oder sowas. Aber gar nicht zu antworten, finde ich ein bisschen schade. Also Doro hast du sicher schon gefragt, aber tatsächlich ist mir gerade auch noch eine eingefallen, die ist so alt wie wir. Eigentlich, auch bei mir in der Nachbarwahlkreis. Und was krass ist bei der Frau, die ist irgendwie, während ihrem Wahlkampf hat die irgendwie ihr Kind gekriegt. Also das will man auch niemandem wünschen, egal welcher politischen Couleur. Also ich werde es mir jetzt mal aufschreiben und dann nochmal rumfragen, weil ich finde das schon cool, wenn das auch die Konservativen mitmachen würden. Ja, ich will natürlich auch einfach ein bisschen ein breites Spektrum haben. Deswegen habe ich auch kein Problem mit einem AfD-Kandidaten. Also ist auch wichtig, dann mit allen zu diskutieren. Also es ist auch interessant, mal zu wissen, warum man das tut. Also angucken tue ich mir das dann schon. Gut finden halt irgendwie was anderes, aber ja. Ja, man muss ja auch nicht nur Sachen, die einem sich damit auseinandersetzen, die einem gefallen. Ne? Das ist irgendwie das Ding mit dem Journalismus. Das machst du schon gut. Okay. Ich versuche schon ein bisschen neutral zu sein, aber wir haben jetzt schon, gut, 1:11 haben wir aufgezeichnet jetzt. Also ich quatsche ultra gerne mit dir. Im Halb-Pseudo-Live. Ich weiß nicht, wie viel Lust du noch hast.
Immer. Also das Schlimme ist ja tatsächlich, je später der Abend, desto lieber rede ich über Politik, weil mir nichts mehr anders einfällt, außer entweder rumnörden oder über Politik reden. Aber wir können natürlich, wie du möchtest, also wir können das auch einfach nochmal die Extended Edition mit Sci-Fi und Robotern, die machen wir halt dann einfach mal Die Roboter-Ohrringe, genau. Ach so, die habe ich noch gar nicht gezeigt, gell? Die war nur vorhin so, ja. Und ich habe hier noch eine Doctor Who-Tasse. Es gibt einen weiblichen Doktor. Und ich habe auch noch tatsächlich mein Lieblingsei, nämlich die HoloLens, über die ich auch natürlich ultra gerne reden würde, mit der ich gerade arbeite. Und ich irgendwie schon so ein bisschen so, also ein bisschen, das Ding hat noch durchaus noch Potenzial, aber es ist halt schon ultra geil. Und ich stelle mir so ein Abgeordnetenbüro, wo alle irgendwie nur noch eine Augmented Reality Brille hast und du schmeißt dir quasi die Datenpakete so, geil. Da hätte ich Bock drauf. Vielleicht baue ich einfach Software weiter, anstatt nein, aber Politik machen ist wichtig und das vielleicht auch nochmal abschließend. Ich könnte mich auch ultra gerne und ultra spaßig weiter in meinem Bereich tätig sein. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Wissenschaft ist ein tolles Feld und auch, ich bin ja relativ anwendungsorientiert, auch in den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Bloß dadurch bewegt sich halt die Welt nicht. Also das ist mein Ansatz. Also die Welt bewegt sich immer so ein bisschen nur. Aber wenn du dir anguckst, was da momentan auch in dem Technologiebereich abgeht, dann wäre es irgendwie gut, ein paar Leute irgendwie mit Techie-Background da irgendwie da oben mitzuhaben. Und für mich ist das tatsächlich die Motivation, es immer weiter zu versuchen. Mal schauen, ob es irgendwann klappt. Ja, ich hätte jetzt noch ganz viele tolle Fragen, aber irgendwann guckt uns auch keiner mehr zu. Ja, das ist natürlich. Das ist das Ding. Die Zuhörer, schön, dass ihr irgendwie so lange durchgehalten habt. Wir sehen uns vielleicht irgendwann anders mal. Genau, wir können das ja auch irgendwann wiederholen. Und also, wenn du es im Bundestag. Ich kann sagen, wir müssen unbedingt wieder dieses Bayern-Netz-Politik-Battle von damals Politcamp irgendwie nochmal machen. Genau, und vielleicht, wenn das im Bundestag schafft, dann haben wir ja auch wieder viele Gelegenheiten, vielleicht was zu plaudern, auch wenn du es nicht schaffst, natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, man sieht sich auch auf so einschlägigen Veranstaltungen potenziell. Genau, also die Zuschauer merken, wir haben uns schon mal getroffen, es ist nicht das erste Mal, dass wir miteinander sprechen. Ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss jetzt. Und ich stelle das Video dann irgendwann heute im Laufe der Nacht dann online und es ist quasi live sozusagen. Und alle, die irgendwas Interessantes beitragen wollen, können in den Kommentaren natürlich wirklich, also jetzt nicht nur scherzhaft, unten was fragen. Und ich glaube, du bist dann sicherlich auch bereit, da noch irgendwelche Ergänzungen und Kommentare dann zu Genau, also tatsächlich das und natürlich gibt es irgendwie das in sozialen Netzwerken auch darüber, dass man die Leute selber anquatschen kann, die irgendwie versuchen politisch aktiv zu werden und das ist das, was ich tatsächlich immer rate, auch bei den eigenen Abgeordneten zu versuchen, die Kommunikationskanäle, die ja da sind, auch zu nutzen. Also ich freue mich immer, wenn mich jemand irgendwie anquatscht und sagt, ja hey, was hältst du denn davon? Worüber ich mich nicht freue, sind irgendwie Leute, die einen nur anquatschen, um einen irgendwie blöd anzumachen, aber wenn Leute gibt, die wirklich inhaltlich was wissen wollen, dann ist das ja eigentlich genau das richtige Medium dazu und man muss sich da irgendwie auch nicht irgendwie sehen, sondern man kann halt tippen das würde ich wirklich mir wünschen, dass das stärker genutzt wird, weil das mit dem, dass die Politiker so weit weg sind von den Menschen, das könnte man mit Social Media oder Internet-Dingen im weitesten Sinne auch mal ändern. Yay! Deswegen gibt es Formate wie Wen wählen. Hier ist der Like. Vielleicht sollte ich dich als Social Media Beraterin hier engagieren. Ja, ich fürchte, du kannst das besser als ich. Ich kann ja immer nur so den Techie-Kram dazu. So. Also, weißt du? Ja, das, ich weiß nicht, ob ich es besser kann, aber alleine das reicht ja nicht. Ich muss ja auch irgendwo noch Geld verdienen nebenher. Das klappt hier, also da muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, um mit wem mehr Geld zu verdienen. Das klappt nicht. Also, das heißt, ich muss noch arbeiten, ja. Aber jetzt kommen wir wieder, von ganz anderen Themen. Und jetzt bin ich durcheinander. Ich meine, du kannst ja vorher nochmal schneiden. Wir haben ja so wunderbare Endpunkte irgendwie mal so gehabt. Also danke dir auf jeden Fall. Es war cool und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und wir sehen das Video dann nachher und dann, ich gucke mir das ja dann immer nie nochmal wieder an, sondern warte, bis meine Mama das geguckt hat und dann sagt, das war aber ein schönes Video und dann traue ich mich, das wieder anzugucken. Ja, das ich schaffe es leider auch kaum, die Sachen anzuschauen und ich will ja immer Ausschnitte noch machen. Ja. Aber irgendwann. Das schaffe ich auch nicht. Irgendwann. Aber jetzt machen wir mal den offiziellen Tschüssi. Schlusspunkt und dann
Können wir überlegen, ob wir noch eine Runde weiter plaudern. Nein, ich muss, glaube ich, auch mal nach oben, Tochter ins Bett bringen. Genau, und so ich wollte gerade sagen, es gibt so noch familiäre Dinge da, die, also zum Beispiel habe ich nicht Abend gegessen, aber, also das tatsächlich hat nichts mit Familie zu tun, aber mir wurde das Essen auch schon weggegessen, so zur Hälfte zumindest. Das habe ich ein bisschen mitgekriegt. Ja, auf jeden Fall. Danke, Alba, ich wünsche dir was. Schöne Grüße an Frauen. Ich mach mal den Stream jetzt zu Ende. So, tschüss Stream und, tschüss, meine ich Zuschauer und, so.